Na, mein Freund. Greif doch mal an. Na, wollen die gleich wieder neue Panzer liefern? Ich finde halt schade, dass es halt bloß immer eben so einen Schuss abgibt. Bei mir haben die anderen Effekte echt besser gefallen. Oh, langsam wird es ja echt haarig. So. Oh Gott, wir zocken schon ziemlich lange an der Mission. Ich glaube, wir riskieren das jetzt einfach mal. Speichern. Wie gesagt, eigentlich müsste der Omega-Squadron schon lange kaputt sein. Was mich gerade ziemlich ankotzt. Wow, was geht denn hier ab? Machen wir dort oben bloß, okay. Ja, hier geht's schon weiter. Oh nein, oh nein, oh nein, das Ding, das geht gleich schief. Fick dich. Gut, deswegen habe ich gespeichert. Sekunde, wir laden kurz und dann geht's weiter. Na komm. So, hier nochmal zurück bei, ja, bei StarCraft 1. In der letzten Mission haben wir ziemlich gefailt. Na, den können wir aber noch abschießen hier. Den Panzer eigentlich auch. Wir nehmen uns heute mal. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Und ja. Na komm, das reicht. Wir fliegen hier zurück. Und können jetzt eigentlich mit den Goliath schon vorrushen. Oh ja. Harter Leck. Okay, jetzt kommt nur einer zum Schießen, effektiv. Und das auch nur einmal, und das ist gut so. Sehr gut. Sollen sich jetzt hier die Rampe gefälligst hochquellen? Und ich hoffe, wir haben hier noch genügend Reparier-WBFs. Na komm her. Den zweiten können wir auch noch gut und gerne nehmen. So, wie gesagt, wir warten jetzt kurz, bis die Norad wieder. Oh oh. Ihr kleinen dummen Wichser, es geht mir so auf den Sack. Oh ja, jetzt sind hier die ganz vielen gekommen. Jetzt hoffe ich, dass die Army das überlebt. Na, ich denke schon. Oh, das geht ihnen doch gerade ziemlich auf den Sack. Kann. Irgendwann müssen die sich wieder enttarnen. Und darauf spekuliere ich gerade eben. Ewig hält das nämlich nicht. Und allzu viel Schaden machen die nämlich nicht. Jo, das hat zu klappen. Ich habe hier noch ein Forschungsschiff. Kann ich mal hier vordüsen. Der kriegt viel zu viel Schaden und ab, das kotzt ihn an. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen perversen Neger. Ey, kommt her, ihr WBFs.
Goliath können sich kümmern. Das hier ist Primärziel. Ich habe sogar die Kommando, die Satellitenkommandozentralen unten in meiner Teamanzeige. Warum ich die nie genommen habe, keine Ahnung. Nieder. Und weiter. Gut, jetzt haben sie ein ernsthaftes Problem. Jo, meine Freunde, das war's. Alles klar. Bunker zerlegt. Nein, da sind noch ein paar Marines drin. Alles klar, Nora, du kannst hier frei reinfliegen, das war alles zerlegt. Leck mich. Ich mache jetzt hier noch schnell die ganzen Türmchen kaputt. Weil, wie gesagt, wir müssen wirklich alle Gebäude zerstören, um hier einen Sieg zu erhaschen. Soll mir scheißegal sein, wenn es jetzt halb so viel lecken würde. Oh, Narine hat da angegriffen. Wahnsinn, Sache. So. Nein, du kleiner Noob. Die können nämlich nicht beide Ziele angreifen, sondern immer nur eins. So. Ich zerleg erstmal hier die Air Defense, wobei das eigentlich ziemlich egal ist. Greif mich hier irgendjemand an. Es hat zu klappen. Feuer! Jo, das Schiffchen kümmert sich, wie ich sehe. Was? Goliath. So, wie gesagt, hier hinten stehen noch zwei Depots, die aber nicht mal allzu lange stehen. So. Okay, der nimmt hier ziemlich geil die Kommandozentrale unter Beschuss. Soll mir eigentlich egal sein, ob der erschöpft ist oder nicht. Okay, jetzt kann den Kreuzer nichts mehr angreifen. Geht klar. Jetzt die letzten Gebäude stehen da hinten. Los, meine Freunde, kommt her. Das überlebt er locker. Und das müsste es. Nein. Ach doch, okay, den Medic könnte ich dort leben lassen. Hier ist Duke, die Emitter sind aufgebaut und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz
gegen den Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug. Aber jetzt wollen sie die CERN gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn. Sie haben recht, Mann. Denken Sie noch mal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle. Führt sie aus. Das ist der Planet, auf dem man alles weitergeht. Wie ein Fanal strahlte die gebündelte Energie des Psi-Emitters bis in die entferntesten Winkel des terranischen Sektors und führte Milliarden von Zerg zur Hauptwelt Tarsonis. Die Zerg überrannten alle Verteidigungsstellungen der Konföderation und legten die großen Städte und Industriezentren von Tarsonis Schutt und Asche. So. Aha, Sieg. Wir haben ja ganz schön was verloren, auch ziemlich wenig produziert im Verhältnis, was die produziert haben, aber ich habe jetzt hier keinen. Ja, okay, weiter geht's mit der nächsten.